Moin, weiter geht's in der Hochzeitsnacht. Ja, denn schon gehofft, das war's, ja. In der Gaststätte kommt das Brautpaar als letztes an. Im Eingang gibt's pisswarmen Sekt für alle. Annegret ist kurz davor, ohnmächtig zu werden. Ihr rechter Mittelfinger ist schon ganz schwarz. Heinz Thorsten, der Vollidiot, hat ihr den Ehering vom Altar auf den falschen, viel zu dicken Finger gesteckt. Und nun faulte der scheiß Griffel ab. Tu doch was, zischt sie ihren Ehemann an. Der ist aber voll und ganz damit beschäftigt, regelmäßig ein- und auszuatmen, ohne dass Land mitkommt, oben und unten. Später rettet Onkel Hermann Annegrets Finger, indem er zuerst ein Loch in den Finger bohrt, damit das tote Blut abfließen kann und dann den Ring mit einem Bolzenschneider durchkneift. Auf der Innenseite des Rings hatte der Juwelier den Satz eingraviert: In ewiger Liebe, dein Horst. Sie hatten die Ringe Gebrauch gekauft und bei Heinz Thorsten stand tatsächlich Annegret drin, aber für seinen Namen hatten sie keinen passenden gefunden. Deshalb hatte Annegret den Horstring gekriegt. Ich hasse dich wie ein Eiterpickel am Arsch, murmelte sie vor sich hin, und das war erst Nummer 13 von 58 an diesem Tag. Annegret warf das Symbol ihrer Ehe ohne zu zucken in den Mülleimer. Sie konnte nicht glauben, dass sie in ihrem Leben nochmal einen scharfen Horst kennenlernen würde. Im Saal ist schon die Kaffeetafel aufgetischt. Auf der linken Seite sitzen ihre Verwandten, auf der rechten die von ihnen seine Seite. Man muss echt raten, welche scheißiger aussehen. Wenn man alle so auf den Haufen anguckt, dann denkt man, Verwandte sind irgendwie eine eigene Primatenart. Also irgendwo zwischen Orang-Utan und Schnurrbart-Keramiker. Bei den Weibchen platzen die Arme so aus dem Kleid raus, als ob denen vorher einer einen Kompressor in den Arsch gerammt hätte. Und bei den Männchen sind die Köpfe von innen beleuchtet. Alle saufen Kaffee und fressen riesige Klumpen Frankfurter Kranz in sich rein. Ab und zu steht einer auf, dröhnt mit einem Löffel an der Tasse und schreit: Hochzeit! Dann müssen die Brautleute die Fressen aufeinander drücken. Annegret hat sich alle Namen aufgeschrieben, von den Löffel ans Glas kloppern, und sich geschworen, jeden davon bei Gelegenheit umzubringen. Nach dem Kaffee latschen alle wieder vor die Tür, um die Tortengase abzufurzen. Männer rauchen HB, die Frauen lästern über die fette Wampe von Annegret. Eine behauptet, da ist ein Braten in der Röhre, quasi muss Heirat, sonst hätte sie so einen einfachen Besamungstechniker wohl nicht geheiratet. Das hört einer von ihnen seine Seite und gießt der alten Lästerziege heißen Kaffee die Titten. 5 Minuten später ist eine Schlägerei in Gange. Und der Pastor, der in dem Moment von seinem Treffen mit der Jungbläserin kommt, kann gerade noch eingreifen, bevor Onkel Franz den Jachtpüster aus dem Opel holt. Endlich ist es soweit, das große Fressen. Hochzeitssuppe, erster Gang. Onkel Bernhard kuppelt den danach sofort wieder aus. Macht aber nichts, denn unter dem Tisch sitzt Fifi von Tante Olga. Olga macht das Loch auf, wie sie von ihrem Mann Reinhold scherzhaft genannt wird und wofür er Jahre später mit einem Schälmesser im Rücken nicht mehr aufwacht. Nach der Suppe gibt's endlich Fleisch. Zungenragout. Teile vom pelzigen Lappen meiner altersschwachen Milchkuh schwimmen in so einer brackigen Pilzmompe. Die ersten laufen weg. Andere erzählen Witze über andere Teile vom Rind, die auch nicht schmecken. Noch mehr laufen weg. Traditionell gibt's Zungenragout auch schon mal als Ragoufeng. Das ist ein ausgehöhltes Brötchen mit der Lappenmompe drin und Keks obendrauf. Das frisst überhaupt kein Mensch außerhalb von Hochzeiten. Jetzt kommt der Hauptgang. Erst kommt die Gemüseplatte, Erbsen, Möhren, Blumenkohl. So kaputt gekocht, dass die Reste problemlos durch den Abfluss passen. Danach Kartoffeln und Kroketten.
Alle nehmen Kroketten. Warum, weiß ich nicht. Endlich die Fleischplatte. Links Schwein, rechts Rind, obendrauf Dosenpilze. Lecker. Männer nehmen nur Fleisch mit Kroketten. Frauen legen sich anstandshalber ein paar Erbsen neben die Fleischplatten. Zum Hauptgang gibt's Wein, rot oder weiß, Marmelade oder Honig. Niemand von den Gästen trinkt sonst im Leben Wein. Deshalb hätte man ihn auch gesüßten Glasreiniger einschenken können. Alle sind kurz vorm Platzen, aber es gibt ja noch Nachtisch. Pudding. Mehr Kalorien in einem Lebensmittel als im Pudding auf einer Landhochzeit ist technisch nicht möglich. Herrencreme ist süße Mayonnaise mit Butter verfeinert. Welfencreme zusätzlich mit gelbem Zitronenschmand drauf. Manchmal gibt es auch eine Eisbombe mit heißen Dosen Erdbeeren. Jedenfalls 10.000 Kalorien. Bei Tante Martha und Onkel Albert wandern die Thrombosen langsam Richtung linke Herzkammer. Nach dem Fressen wollen endlich alle wieder aufstehen und rausgehen zum Furzen. 3 Stunden sitzen hat bei einigen schon akuten Dekubitus und Darmverschluss ausgelöst. Abhauen ist aber nicht, denn jetzt kommen erst noch Sketche von den Freunden des Brautpaares. Das Wichtigste daran ist, möglichst lange ohne Witz am Stück vom Zettel abzulesen. Und das Zweitwichtigste, peinliche Vorfälle aus der Jugend der Brautleute in Reime packen. Zum Beispiel, nicht mal 12 Jahre alt war Annegret, dabei sie schon was geht. Der Nachbar so mit seiner Flinte hat auch schon auf ihn sein Füller Tinte. Ja, was haben wir gelacht, ja. Aber auch der Bräutigam kriegt sein Fett weg. Heinz Thorsten war ein ganzer Schlimmer, er hatte auf ihn sein Zimmer. Liegen immer eine Packung Lümmeltüten, doch es gibt bei ihm ja nichts zu verhüten. Jetzt lachen alle noch lauter und es wird dem Letzten klar, von wem Annegret auf jeden Fall nicht schwanger ist. Nach 2,5 Stunden sind alle lustigen Sketche der Freunde vorbei und die Männer wollen ans Brett wanken. Da knallt der Brautvater ans Glas und sagt, es darf getanzt werden. Auf einer winzigen Bühne steht ein ca. 100-jähriger Kommodo-Varan hinter einer Bontempi-Orgel und schmeißt die Rhythmusautomatik an. Langsamer Walzer und Schleiertanz. Heinz Thorsten und Annegret schlappen auf die Tanzfläche und halten sich so gut es geht aneinander fest. Nach dem Tanz schmeißt Annegret ihren Brautstrauß in die Luft. Wer ihn fängt, muss das nächste heiraten. Alle Ledigen verstecken sich unterm Tisch. Nur eine rothaarige Bohnenstange mit der Karnickelfresse bleibt stehen und fängt den Strauß. Unter den unverheirateten Männern im Saal geht die Angst um. Damit jetzt endlich alle tanzen, gibt der Kommodo Varan jetzt alles. La Bostella, ein Tanz, den keine Sau mehr kennt, der aber irgendwie auf Hochzeiten überlebt hat. Männer gehen in die Hocken und klatschen in die Hände. Den Weibern reißen die Nähte an den Hüften auf. Danach erstmal wieder ans Brett, Bier für alle und einen Roten dabei. Nächster Tanz, Led Kiss, gibt's auch bloß noch auf Hochzeiten. Und der absolute Höhepunkt, Ententanz. Wer den nicht kennt, sag mal, Frank, du hast auf deinem iPod ja immer die scheißigste Musik der Welt. Hast du vielleicht La Bostella noch für uns, damit man weiß, um was es geht? Ja, genau, das ist er. Das gibt's nur auf Hochzeit. Da geht die Post ab, der zuckt die Hüfte. So, und vielleicht auch nochmal, hast du Letkes auch dabei? Dann wollen wir nochmal kurz Letkes zur Erinnerung. Ich weiß zwar nicht mehr, wie man danach tanzt, aber ich kann es noch erinnern, das gab's auf Hochzeit. Und als letztes noch, den kann ich mir allerdings, weiß ich noch hier, diesen hier, Ententanz. Einmal bitte nochmal, damit die Stimmung kocht im Saal. Das ist das Bescheuertste überhaupt auf der ganzen Welt. Und jetzt geht's ab hier. Wunderbar, ja. Man fühlt sich wie auf einer Landhochzeit. Aus, vorbei, mach Schluss. Ist gut. Meine Fresse. Ja, danach geht's erstmal wieder ans Brett. Bier für alle, Kranz aus Kümmerlingen. Plötzlich murmelt der Varan in sein Taschentuch, unter dem wahrscheinlich ein Mikrofon versteckt ist. Damenwahl! Ein Juchzen geht durch den Saal, als ob er Zwangsficken befohlen hätte.
Jedenfalls verschwinden alle Männer schleunigst auf den Lokus. Nächstes Highlight, Polonaise und Marschwalzer. Männer linksrum, Weiber Uhrzeigersinn. Eine kleine Reise durch den Teutoburger Wald, schnippel die Wauwau. Plötzlich stoppt die Musik und gegenüber steht ein 4 Zentner schweres Gerät mit einem Stammdurchmesser wie eine Gerichtslinde. Was nun? Egal. Man muss das Geschoss irgendwie zum Drehen bringen. Und so will es das Gesetz. Kurz vor Mitternacht geht's aufs Ganze, perverse Tanzspiele. Die Männer stecken sich eine Schlangengurke zwischen die Beine und müssen sie während des Tanzes an eine Dame weiterreichen. Wenn sie runterfällt, müssen sie das Horst-Wessel-Lied furzen oder irgendeinen Scheiß. Andere Versionen, Mann und Frau tanzen eng und müssen dabei eine Zitrusfrucht zwischen den Köpfen balancieren. Durch Gurken- und Apfelsinentanz werden langfristig die nächsten Heiraten vorbereitet. Deshalb gibt's sie auf jede Landhochzeit. Endlich ist Mitternacht, nicht mehr tanzen. Jetzt Hochzeitstorte fressen, Mitternachtssuppe in den Kopf. Die Brautleute hat schon seit einer Stunde keiner mehr gesehen. Einige kichern, die treiben's bestimmt hinten in den Blüsen. Teilweise richtig, da sitzt Heinz Thorsten und scheißt. Männertoiletten waren alle besetzt von Frauen, wie es so ist. Ja? Verdammte Emanzipation. Annegret ist auch nirgendwo aufzufinden. Kann sie auch nicht, denn sie wurde entführt. Wieder so eine total lustige Hochzeitssitte. Freunde der Heiratenden schnappen sich die Braut und verschleppen sie in eine Kneipe. Da muss der Bräutigam sie dann gegen Lösegeld wegholen. Lösegeld ist die Zeche für die Entführer. Annegret sitzt ja schon seit 2 Stunden in der Kneipe, keiner kommt. Kann auch nicht, denn Heinz Thorsten scheißt in die Blüsen und die anderen ist das scheißegal. Allmählich wird es auch den Entführern zu langweilig und sie wollen zurück zur Hochzeitsfeier. Aus Prinzip können sie die Geisel natürlich nicht mitnehmen, also sperren sie Annegret in Weiberlokus auf eine Kneipe ein. Am anderen Morgen, Heinz ist beim Scheißen eingepennt und wacht mit runtergelassenem Mickey-Maus-schlüpfernde Blüsen auf. Es ist 7:30. Annegret liegt auf den Fliesen vom Weiberlokus der Kneipe und hat sich im Kopf eine Liste gemacht, wen sie noch alles umbringen muss. Das war die Hochzeitsnacht von den beiden. An sich wollten beide am Nachmittag in die Flitterwochen weg nach Bad Harzburg. Aber wenn es irgendeine Fresse gibt, die keiner von beiden die nächste Zeit sehen will, ist das die vom Ehegatten. So beginnt denn die Ehe zwischen Heinz Thorsten und Annegret so glücklich, wie es nur geht. Und im Jahre 2039 werden sie mit Sicherheit Silberhochzeit feiern. Denn keiner von beiden geht durch eine Scheidung das Risiko ein, womöglich nochmal zu heiraten. Munter bleiben.